So Leute, ich sitze hier in einem Auto und da hat das Problem, dass die Motorkontrollleuchte leuchtet. Und zwar ist es die gelbe Lampe, heute heißt die Abgaswarnlampe oder ähnliches, wie auch immer, heißt also ein Problem mit dem Abgas. Jetzt habe ich hier so einen schönen Tester, das ist so ein Ding und damit will ich mal prüfen, was die Abgastemperatursensoren haben. Ich habe nämlich schon mal sowas gehabt, dass da Probleme mit den Abgastemperatursensoren gab und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das geht. So, ich starte den Motor. So, der Motor läuft. Jetzt ist natürlich die Abgaswarnlampe nicht an. Aber Service jetzt. Gerade war die Lampe noch an. Und das schaue ich mir jetzt mal mit dem Tester an. Mit diesem Testgerät habe ich die Möglichkeit... Das ist der Startmodus. Da habe ich die Möglichkeit, hier auf Steuerungsmodi zu gehen. Auf OK gedrückt. Motorelektronik, Motorelektronik, OK. Das Auto hat einen CAN-Bus. OK. Das Gerät ist allerdings schon ein bisschen älter. Wenn ich jetzt nochmal OK bestätige, Fehlercodes lesen, das wäre hier. Jetzt gucke ich Fehlercodes, keine Fehlercodes. Okay, das kann am alten Gerät liegen. Normalerweise, wenn ich mit einem VAG-Tester drangehe, dann sagt er, da ist ein Fehler im Abgassystem und zwar Temperatursensor. Messwerteblocks, ein Schritt runter, Messwerteblock lesen. Okay, und der Messwerteblock für die Abgastemperatur ist 75. Hier einmal die 7, die 5. Bestätigen mit okay. Und hier haben wir die einzelnen Abgastemperaturwerte. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Und zwar sagt er mir, der hat drei Sensoren. 174 Grad, 162 Grad. 258 Grad. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas und gucke, wie die sich verändern, ob alle sich verändern. Es müssen sich alle verändern, sonst stimmt etwas nicht. Die arbeiten alle ein bisschen träge. Welcher Sensor jetzt wofür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Es würde aussehen, als wäre das der erste, zweite, dritte. Wobei ich sage, der erste sollte die höchste Temperatur haben. Das ist der Turbolader. Danach kommt der Vorpartikelfilter. 210 Grad, sagt er. Und das wäre für mich jetzt der dritte. 174 Grad. Und das sollte meiner Meinung nach der Nachpartikelfilter sein. Jetzt arbeitet er, wobei meiner Meinung nach der schon ein bisschen wenig Temperatur hat. Die alle haben ziemlich wenig Temperatur. Vielleicht müsste man das im Fahrbetrieb testen. Auf jeden Fall sagte der Tester mir, Nachpartikelfilter, Temperatursensor defekt. Und jetzt habe ich ihn wieder im Leerlauf. Sieht so alles ziemlich plausibel aus. Einmal einfach nur für euch, damit ihr wisst, wie kann ich die Abgastemperatur testen. Ich werde jetzt den Sensor, den dritten Sensor, ich denke mal, das ist der hier mit 186 Grad, austauschen und gucken, ob sich die Werte gleich nochmal verändern werden. Ich schmeiß mal einen Gang rein, damit er ein bisschen Last hat und gebe ein bisschen Gas. Oh ja, die verändern sich alle, sobald er ein bisschen Last bekommt. Arbeiten alle. Merkwürdig ist natürlich, dass der hier sehr geringe Temperatur hat. Wir ersetzen jetzt erstmal den Abgastemperatursensor. So, ich befinde mich jetzt hier unterm Auto und schwenke runter zum Abgastemperatursensor. Erstmal zeige ich, wo der sitzt. Und zwar haben wir hier den Abgastemperatursensor. Da ist der ist auch schon so ein bisschen verkokelt und da hinten ist der Stecker für den Abgastemperatursensor. Den Stecker müssen wir auch abziehen. Ja, und dann will ich hoffen, dass es eine einfache Aufgabe wird, diesen Sensor zu ersetzen. So, als erstes hole ich den Stecker raus. Zack, da ist er ab. Dann das Kabel lösen. Hier ist der Stecker. Und jetzt kommt der Sensor ab. Einmal fest ziehen und der Sensor ist gelöst.
So, hier der Sensor. So sieht er aus. So, hier ist der alte Sensor. Es war echt hart, den rauszuholen. Hier ist das Gewinde, also ziemlich weggefressen, echt ziemlich kaputt. Naja, ich sehe jetzt hier so keine Beschädigung, außer hier, ach, hier war ein Marder dran, hier kann man es erkennen. Hier hat ein Marder dran rumgeknabbert. Und deshalb kann sein, dass er irgendwo eine Litze kaputt gemacht hat. Ja, das war wahrscheinlich der Verursacher. Okay, ich habe hier auf jeden Fall einen neuen geholt. Den habe ich mir bei Amazon gekauft. War ziemlich, im Vergleich zum Original günstig. Ist, da gibt es eine Febi-Nummer hier. 4884. Und, das sieht ziemlich identisch aus. So, von der Kabellänge wollen wir mal messen. Kabellänge passt auch. Der Stecker passt. Hier habe ich dieses eine Stück rausgenommen, damit ich den losschrauben kann. Ja, und dann baue ich den jetzt nochmal ein. Hier ist der neue Sensor. Da habe ich das Gewinde mal mit Keramikpaste eingefettet. Hier ist auch schon ein bisschen Dreck dran am Kleben. So. Keramikpaste habe ich drauf gemacht, damit das ein bisschen leichter reingeht und damit er sich nicht sofort ins Gewinde festfrisst. Anständig festziehen. Oh. Sensor ist dran, ein Stecker. Da kommt hier hinten die Führung, die ich vorher schon abgemacht habe. Da kommt er wieder rein und ins Gehäuse reinschieben. Die Verbindung wieder herstellen, in die Halterung einrasten und fertig ist die Geschichte. So, der Temperatursensor für Abgas ist zurückgesetzt. Ich starte mal den Motor. Die Motorlampe leuchtet da jetzt mal. Ich starte den Motor. Die Lampe ist aus. Ich gehe jetzt wieder mit dem Tester dran. Hier habe ich einen Tester. Mal gucken, was jetzt die Abgastemperatursensoren sagen. So Leute, der Sensor ist drin und ich will jetzt mal mit diesem Tester wieder testen, wie sich die Abgaswerte verhalten. Und zwar starte ich dafür das Auto. Ich schließe den Tester an. Und dann gucken wir uns mal im Detail die Messwerteblöcke an. So, wir gehen hier auf Steuerungsmodul, okay, Motorelektronik, okay, das ist ein CAN-Bus-System, da haben wir die Fahrzeugdaten, 2 Liter, okay, und ich möchte Messwerteblöcke lesen, das ist der dritte Punkt. Und wir benötigen für die Abgastemperatur den Messwerteblock 75, einmal die 7, einmal die 5, okay, und bestätigen. So, hier können wir jetzt sehen, wie die Temperaturen sich verhalten. Wir haben den ersten Sensor 180 Grad, der zweite Sensor hat 156 Grad, nach Partikelfilter 162 Grad. Das ist deutlich weniger als mit dem kaputten Sensor, ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Gas, mal gucken, was mit den Temperaturen passiert. So, das sehen wir ganz deutlich, dass der sich ganz anders verhält als zuvor. Vorher hatte der 255 Grad. Ich blende das nochmal im Bild links ein. Diese Temperatur, die war tatsächlich auch ausschlaggebend dafür, dass die Motorchecklampe morgens angegangen ist, weil dieser Wert einfach viel zu hoch war im Vergleich zum linken Bildschirm, wie ich das zeige. Das war ein unplausibles Signal fürs Motorsteuergerät und deshalb funktionierte es nicht und der Sensor musste getauscht werden.